So, der Bußkanal. Der Adventskalender ist natürlich jetzt fertig, aber ich wollte euch einen kleinen Recap geben, was komplett alles in diesem Adventskalender drin war. Ich glaube, so circa 50 Karten oder so. Und dann fangen wir mal an. Das waren die Base-Karten, die drin waren. Da mache ich jetzt einen schnellen Durchlauf. Das waren zum Beispiel die Base-Karten, die alle in diesem Adventskalender drin waren. Kleiner Stapel ist es geworden. Okay, dann was natürlich drin war, waren die Mannschaftskarten. Hier könnt ihr lesen, ist M1, M2, M3 und so weiter. Bis zu M17. Bis zu M17. Ah, nein. Musste doch. Und hier ist M18. So. Das heißt, 18 Mannschaftskarten waren hier drin. Erste Liga komplett. Soweit ich weiß. Oder fehlt eine Mannschaft? Glaube, da muss mal nachschauen. Auf jeden Fall 18 Mannschaftskarten waren in diesem Adventskalender drin. So, was war noch drin? Dann waren drei Clubkarten drin: Mainz, Hertha BSC, erster FC Union Berlin. Drei Clubkarten waren drin. Schön. Dann war ein Starspieler drin: Diego von Wolfsburg. Auch schön. Und was noch drin war, war einmal Lasogga Matchwinner. Dann war einmal Bayer Matchwinner. Und dann war einmal El Abdellaoui Matchwinner. Und dann natürlich die limitierte Auflage Noweski war drin. Ja. Das war alles in dem Adventskalender drin. War eine schöne Sache. Wollen wir sehen, ob es nächstes Jahr sowas wieder gibt, aber bestimmt. Hol ich mir den auch nächstes Jahr. Aber so, jetzt erstmal dieses Jahr. Das war alles drin. Ich wollte euch nur einen kleinen Recap geben, was denn alles drin war. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Okay. Ich wünsche euch noch schöne Feiertage, genießt die Feiertage und ja, wir hören uns bald. Bis zum nächsten Mal, euer Bußkanal.